Hallo Leute und willkommen zurück zu Star Stable Online. So, wir sind hier jetzt bei... Und dann durch mich durch. Bei Ingenieurin Berzelius. Und ihrem Hund Sweetbook. Mein Name. Guten Tag, mein Name ist Ingenieur Prinzip... Genauso. Das ist mein Hund Sweetbook. Wow, hallo Hund. Mal winken. Mein Name. Ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin, aber mein Chef hat mich beauftragt, bei der ersten Gelegenheit hierher zu fahren. Ich wurde versetzt, sichtlich aus dem Grund, aber niemand hatte mir verraten, warum. Na gut, ich bin mir sicher, dass ich meine neue Chefin, Professor Einstein, das wirklich nachholen wird. Ich hoffe, dass sie spannende Aufgaben für mich hat. So, wie kommen wir doch hin? Du möchtest, dass ich mich auf deinem Pferd dorthin reite? Wie sollen wir jetzt alles verbunden mit dieser Säure? Nie davon gehört, aber es hört sich spannend an. Komm jetzt, Sweetbook, rauf aufs Pferd. Oh. How cute. So cute. Ah, so kommt es zu am Häuspern mit der Flagge von der Schweiz drauf. Oh lol. Sitzt da ganz gechillt. Es wird so. Komm schon, mein Pferd, du schaffst das. Bremsen. Bam. Voll dagegen gewandt. Hui. Oh. Ja, Pferd, Entschuldigung, ich glaube, dass es wehgetan hat. So. Lift rein da. Vor allem die Dame von Bequemlichkeit bleibt da oben sitzen. Finde ich gut. So. Koffer. Noch mal in die Koffer. Ja, das ist so ein typischer Rico-Fail. So, aus gutem Grund versetzt. Ja. Ingenieur Benjelos, nehme ich an. Ingenieur Benjelos, ich bin die neue Chefin, Elsa Einstein. Soweit ich verstanden habe, sind Sie Expertin sowohl auf dem Gebiet biologischer als auch mechanischer Prozesse. Ihre Aufgabe wird sein, meinem Bruder Frank Einstein zu diagnostizieren, um herauszufinden, was ihm fehlt. Wenn Sie mit dieser Aufgabe fertig sind, habe ich ein aktuelleres Problem für Sie, welches zu lösen gilt. Okay. Mein Name. Diese Person hier ist Frank Einstein, nehme ich an. Mein Name. Diese Diagnose war äußerst leicht zu stellen, Professor Einstein. Lediglich nach einer okularen Besichtigung kann ich Ihnen eine exakte Antwort auf Franks Leiden geben. Alle Symptome deuten nämlich im ersten Falle auf multiple Blitzeinschlägen im Kopf hin. Was war es für ein anderes Problem, mit dem Sie Hilfe brauchen, Professor Einstein? Vom Blitz getroffen. Multiple Blitzeinschläge in den Kopf, sagen Sie? Das geht wirklich schnell mit der Diagnose. Ausgezeichnet, Ingenieur. Sie sind echt gute Experte. Das werde ich mir über die anderen Aufgaben berichten. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Hintergrundinformationen geben, Ingenieur. Könnt aussprechen. Ich habe einen Plan umzusetzen, der diesen primitiven Platz in eine erstklassige Forschungsstation von höchster internationalen Stand verwandelt wird. Mir ist über den Plan gleich total abhanden gekommen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Lösung dieses klitzekleinen Problems beistehen können. Ich möchte, dass Sie sich am Anfang und Ende dieser werdebezogenen Wettbewerbe kümmern, die hier auf der See in der Nähe ausgetragen werden sollen. Sie sollen sich auch um eine Zeitnehmung kümmern und alle Fragen rund um Pferde mit Touristen, welche sich hier einfinden werden, beantworten. Ihre Kenntnisse in Biologie und Mechanik sind perfekt für diesen Job geeignet, wenn ich sogar überqualifiziert, haben Sie das verstanden? Mein Name. Wettbewerbsleiterin? Leider, das liegt weit unter meinen Fähigkeiten. Eine solche Aufgabe wäre so unterfordernd für mich, dass es gefährlich für meine Psyche wäre. Das ist alles ein Befehl, sagen Sie,
Das ist ein Befehl, sagen Sie, Professor Einstein? Sind Sie da sicher? Da befürchte ich, dass ich kündigen muss. Ich muss schließlich zuallererst an meine Gesundheit denken. Wenn ich eine andere Lösung hätte? Stellt doch den Typen darunter oder den Hund, ist doch scheißegal. Eine Lösung, von der wir alle profitieren werden, ist, dass sich mein Hund Swedenborg um diese Aufgabe mit Pferdewettbewerben kümmert. Er ist besser für solche Aufgaben qualifiziert, er schätzt Gesellschaft und lernt gern neue Leute kennen. Wie ein Hund solche Aufgaben bewältigen kann, fragst du? Swedenborg ist kein gewöhnlicher Hund. Ich habe ihm mit genetischen Wege Eigenschaften anderer Organismen eingepflanzt, um ihn zu einem intelligentesten Hund der Welt zu machen. Er wird diese Aufgabe ohne Zweifel bewältigen. Wie er verändert wurde, fragst du dich? Er ist stark wie ein Ochse, schnell wie ein Pferd, hat denselben warmen Pelz wie ein Schaf und ist stur wie ein Esel. Du verstehst das Prinzip, was? Sprich selbst mit ihm. Sein Sprachzentrum ist nicht sonderlich entwickelt, aber er versteht alles, was du sagst. Ich selbst will mit Professor Einstein über geeignetere Aufgaben für einen qualifizierten Forscher für mich sprechen. Ernsthaft jetzt? Oh nee. Ach nee. Das ist ein typischer Fail. Bam. Du erklärst mir den Bock, was du zu tun hast, bittest ihm, dir zum Wettbewerbsbereich zu folgen. Echt jetzt? Warum miaut der Hund? Der Hund miaut. Warum miaut der Hund? Echt jetzt? Halt fragen zu wollen, ob du Wettbewerb teilnehmen willst. Ja. Testweise werden wir es einmal probieren. Okay, los geht's. Was rechts herum. Aber der Hund ist der absolute Hammer, den würde ich ja haben. Tiergeräusche von sich gibt. Das hat er mit dem armen Hund gemacht, echt. Autsch. Hund ist ja der absolute Hammer. So. Frau Professor Einstein. Ja. Ich und Ingo Spengelus haben uns unterhalten. Da ist es so gefunden, Artem. Ingo Spengelus wird in Zukunft ein großes biologisches Experiment beginnen. Sie hat eine Theorie, wie man mittels Genmodulation der Tannen, die hier wachsen, den Treibhauseffekt lokal beschleunigen kann. Sie glaubt, dass wir innerhalb von 3 Monaten hier tropisches Klima erreichen können. Fantastisch, nicht wahr? Stell dir vor, der See hat sich in eine Südseelagune verwandelt, Palmen anstelle von Tannen. Eine warme Brise statt eiskalten Nordwind. Oh, herrlich. So, genau, genug der Träumereien.
Nun sind wir hier beim nächsten Schritt im Plan angelangt, der Heißluftballon. Ich glaube nicht, dass es schwer sein kann, ihn zu reparieren, aber ich habe ihn nicht näher untersucht. Ortum, untersuche ihn und inspiziere die Schäden. Wenn wir den Heißluftballon wieder instand setzen, Ortum, dann kommen wir diesem furchtbaren Tal. Wir können fliegen, wohin wir wollen. Vielleicht bis zu einem Teilchenbeschleuniger von Kern nach Genf? Was, von Kern nach Genf? Oder wir reisen auf die Galapagos-Insel und wandeln auf Darwins Fußspuren. Oh, genug der Träumereien, habe ich gesagt. Ich passiere den Heißluftballon. Ja, ja. Hier von Mann, der ist kaputt. Er scheint einige Zeit zu finden, außer ist das Gas leer. Korb ist fast zerstört. Er wurde aufgerissen, als er in den Boden geschleift wurde. Und ein großes Material scheint zu fehlen. Der Heißluftballon scheint verschwunden zu sein. Nur mal ein paar kleine Stoffstücke sind übrig. Habe ich dich richtig verstanden? Der Brenner ist kaputt, der Stoff im Prinzip nicht mehr zu verwenden und der Korb ist zerstört. Na gut. Es war das erste Projekt, bei dem ich trotz allem guter Zuversicht bin, dass wir ein erfolgreiches Ende bringen. Ah ja. Und wie dieses Ende aussehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch bis bei der nächsten Folge wieder begrüßen kann. Wir werden hier noch ein bisschen weitermachen. Und ja, jetzt kommen das Trödel. Witzigerweise, ich gehe ins Tal. Kein Mensch hier, aber kaum ich bin hier weil im Tal, wird sich überall Spieler. Ach ja, ist halt so. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.